Are you seeking guidance? Tja, Molo ist vorhin am Start mit einer weiteren Folge zu Heroes of the Storm und das hier wird der nächste Hero in Heroes sein. Die gute Amazone, auch bekannt aus Diablo 2, die eine absolut tödliche Waffe darstellt und wie tödlich sie in Heroes ist, wie ihre Fähigkeiten, ihre Skins und ihre Talente aussehen, das werden wir heute auf jeden Fall in diesem Video klären. Sie geht als Range Assassin durch mit der Schwierigkeit Normal bzw. Medium und man merkt auf jeden Fall bei der Spielweise, dass es ein sehr agiler Hero irgendwo sein muss. Sie hat zwar keine Fähigkeiten, um irgendwie wegzuspringen oder um sich schneller zu bewegen, großartig, aber wenn sie sich bewegt, ist sie besonders stark. Da werden wir gleich darauf eingehen, warum das so ist und auch wie die Aneinanderreihung von ihren Fähigkeiten, warum das so effektiv ist und wie man das am besten einsetzen kann, das werden wir uns jetzt gleich gemeinsam angucken. Ich würde sagen, wir starten mit den Skins. Sie hat ja jetzt aufgrund von Heroes of the Storm 2.0, da wo wir uns jetzt gerade auf dem PTA sozusagen befinden, unterschiedliche Variationen, die auch wirklich einzeln erbeutet werden können, eben durch Bezahlen oder aus den verschiedenen Kisten ziehen. Und zwar sehen wir hier den Standard-Skin, der mir auch persönlich am besten gefällt. Von der Optik, von den Standard-Skins jetzt in den verschiedenen Farbvariationen. Der sieht auch nicht schlecht aus und das hier ist der letzte, der mir, glaube ich, am wenigsten gefällt. Ich glaube, wirklich der Standard-Skin ist wirklich, wenn man mit diesem Hero startet, wirklich perfekt. Dann haben wir den Pirate Queen Cassia-Skin. Wie der Name schon sagt, ist es halt einfach eine Piratenbraut und auch die darf man auf gar keinen Fall unterschätzen. Sieht optisch auf jeden Fall ganz cool aus. Hat irgendwie was. Das Thema als solches ist definitiv ein interessantes. Die Master-Skins hingegen treiben das Ganze noch auf die Spitze, denn es gibt einen Skin, der mich persönlich wirklich sehr doll interessiert, den ich möglichst schnell wirklich an den Start bringen möchte. Das ist der normale Master-Skin in der normalen Farbvariation und guckt euch mal diesen Skin hier an. Einfach nur cool. Sie sieht so skelettartig aus. Völlig bleich. Wirklich, die Rüstung ist das Einzige, was sich irgendwie farblich hervorhebt mit diesem roten Torso, beziehungsweise mit dieser roten Lederrüstung, die sie da eben trägt. Und dann das Gesicht völlig bleich. Denn direkt über den Mund sieht man hier noch diese Zacken. Sieht so mega skelettartig aus. Und ich glaube, wenn die gute Dame hier auf dem Schlachtfeld hin und her rennt, ich glaube, da dürfte man sie definitiv fürchten. Ob das so ist, werden wir gleich herausfinden. Lass uns noch kurz den letzten Skin angucken. Auch der gefällt mir wieder am wenigsten. Aber Geschmäcker sind verschieden. Als solches gefällt mir das Charaktermodell auf jeden Fall gut. Und in Bezug auf Diablo 2 ist es meiner Meinung nach auch wirklich gut umgesetzt. Ob das auch wirklich Skill- bzw. talentmäßig gut umgesetzt ist, das gucken wir uns jetzt an. Und zwar gibt es da nichts Besseres als den Try-Mode. Ich sehe das jetzt gerade zum ersten Mal, muss ich sagen. Und ja, cooler Tanzmove, definitiv, ist mal was anderes an der Stelle und ja, so sieht sie aus mit ihrem Schild, mit ihrem Speer bzw. Dreizack sieht sie halt einfach irgendwie, sie sieht tödlich aus und wie gesagt, ich habe gerade eben schon so ein bisschen mit ihr gespielt, hab sie mir so ein bisschen angeguckt und ich muss echt sagen, ihre wahre Stärke ist das Aneinanderreihen ihrer Fähigkeiten, das richtige Einsetzen ihrer Fähigkeiten, da baut das eine auf dem anderen wirklich auf und wie das funktioniert, gucken wir uns jetzt ganz in Ruhe an. Ich würde sagen, dafür gehen wir gerade ganz kurz zu den Dummies, damit wir uns die normalen Fähigkeiten angucken, denn ich glaube, wir starten einfach mit Lightning Fury auf unserer Q. Wir hauen im Endeffekt unseren Speer nach geradeaus. Und beim ersten Aufeinandertreffen mit einem Gegner teilt sich dieser Speer, also er verursacht Schaden und dann geht er nochmal nach links als auch nach rechts und fliegt dann eben zur Seite. Das Ganze macht 183 Schaden, wir machen das mal gerade ganz kurz Richtung Level 20, damit wir auch gleich die ganzen Talente haben. Das heißt, wir sind jetzt hier bei 421 Schaden und weiteren 421 Damage, wenn eben der Speer sich in zwei weitere aufteilt. Das heißt, wenn ich jetzt hier geradezu auf den Dummy werfe, dann sehen wir nach links unten und rechts unten, je nachdem wie der Winkel eben ist, sehen wir die weiteren Speere. Ich glaube, das wird der Schlüssel zum Erfolg sein, damit schön viel zu poken und den Gegner zu stören einfach bei gerade mal 30 Mal und einem 4-sekündigen Cooldown bei so viel Schaden. Ich glaube, das ist echt super effektiv und super mächtig. Wir gucken mal gerade ganz kurz, die Reichweite ist halt echt schon gut. Also es ist im Endeffekt das Sichtfeld, das wir hier haben. Im Endeffekt kann man das fast so unterschreiben. Ja, ich glaube schon, also es sind vielleicht wenige Meter oder so, die wir jetzt noch weiter gucken können, als wir eben werfen können. Aber das trifft auf jeden Fall ganz gut auf den Punkt. Wir haben auf unserer W Blinding Light bei 70 Mana und einem 15-sekündigen Cooldown. Ich glaube, das ist sogar der höchste. Jo, wir haben 10 und 4 und dann haben wir hier halt, eben 15. Und zwar markieren wir einen Bereich und die Leute darin werden eben geblindet und zwar für 2 Sekunden. Nach einem Delay von 0,5 Sekunden.
Die Krux dabei ist nicht nur, dass wir wirklich Auto-Attacker ja besonders gut blinden können, also die, die im Endeffekt viel Schaden über ihre Auto-Attacks verursachen können, dagegen haben wir nicht nur eine Waffe, sondern wir machen auch 15% mehr Schaden gegen die Targets, die eben getroffen werden. Das heißt, wenn ich jetzt die attackiere, mache ich 274 Schaden pro Hit und wenn ich jetzt blinde, dann bin ich bei 315 und das wirkt sich im Endeffekt auch auf meine Fähigkeiten aus und deswegen sage ich, das ist sehr, sehr wichtig, die Aneinanderreihung der Fähigkeiten wirklich richtig zu machen. Das macht sich auch gut mit unserer E-Fähigkeit, die auch da so ein bisschen reinspielt, nämlich die gute Fan-Fähigkeit. Fan kostet im Endeffekt 50 Mana und benötigt einen 10-sekündigen Cooldown, um sich wieder aufzuladen und wir springen den Gegner an und hauen ganz, ganz schnell mit unserem Speer zu und verursachen darüber sehr guten Schaden, noch mehr Schaden, dadurch, dass wir so oft angreifen, natürlich, wenn der Gegner vorher geblindet wurde. Das bedeutet, er bekommt 15% mehr Schaden und es macht sich hier auf jeden Fall ganz gut. Wir machen 50% weniger Schaden gegen Nicht-Heroes, das heißt, die Fähigkeit ist wirklich bestens dafür geeignet, um gegen die Heroes eben down zu nuken. Wir channeln das Ganze für 1,5 Sekunden und alle 0,25 Sekunden machen wir 171 Schaden. Ich zeige euch einfach mal so eine Kombination, so wie ich sie mir persönlich vorstellen kann. Ich poke die ganze Zeit den Gegner auf einem 4-sekündigen Cooldown, dann ist es auf jeden Fall ganz gut. Die Attack-Range ist dann schon wieder ein bisschen geringer, das heißt, wir müssen da schon relativ nah ran. Das heißt, ich würde jetzt persönlich auf jeden Fall sowas machen, wie ich blinde, hau eine Q hinterher und springe dann direkt ran und so sieht das Ganze denn aus. Das ist enormer Schaden in relativ kurzer Zeit und es macht sich auch ganz gut, glaube ich, diese Fähigkeiten eben zu kombinieren. Da muss man gucken, was für eine Kombination eben für welche Situation am besten ist. Wir haben eine sehr, sehr coole und sehr interessante passive Fähigkeit. Das stelle ich immer gerade ganz kurz aus und öffne mal kurz C, also das Charaktermenü. Da können wir auf der linken Seite ja unsere Armor, also unsere Rüstung sehen und zwar die physische als auch die Zauber- bzw. Magierüstung. Soweit wir uns bewegen bzw. in Bewegung bleiben, damit ist gemeint, dass wir uns nicht auf unserem Mount wirklich befinden, dann bekommen wir Armor, nämlich 65, um auch den Schaden dementsprechend um 65% zu reduzieren. Das bezieht sich auf die Auto-Attacks und wir haben gerade eben schon gesehen, dass sie blinden kann, plus, dass sie weniger Schaden bekommen. Das ist wirklich erheblich. Also 65% ist eine Menge. Das heißt, dass wir an sich ja ideal geeignet sind, um gegen Auto-Attacker vorzugehen. Das heißt, jedes Mal, wenn ich mich jetzt bewege, seht ihr auf der linken Seite, dass meine Armor nach oben geht. Ich bleibe stehen und meine Armor geht runter. Ich bleibe stehen und meine Armor geht runter. Das bedeutet wiederum, dass wir Hit and Run benötigen, um das Maximale aus dieser guten Kasse herauszuholen. Das heißt, wir greifen den Gegner an, bewegen uns zur Seite, bleiben ganz kurz stehen, um nur eine Millisekunde wirklich nicht diese 65% weniger Schaden zu nehmen, beziehungsweise diesen Bonus zu haben. Und das macht sich, glaube ich, richtig gut. Das heißt, stehen zu bleiben und nichts zu tun, ist das Schlechteste, das ihr mit einer Kasse hier machen könnt, aufgrund eben ihrer passiven Fähigkeit. Das heißt, ein bisschen Movement lernen, ein bisschen Movement üben, macht sich auf jeden Fall bei diesem Hero gut. Und jetzt würde ich sagen, gucken wir uns doch die Talente an, um so ein bisschen einschätzen zu können, wie stark die gute Dame wirklich ist. Auf Level 1 haben wir insgesamt 2 Quests und ich weiß jetzt schon, was mir da am besten gefällt, nämlich das erste Thunderstroke. Wir müssen mit unserer Q die gegnerischen Gegner treffen. Ja, wer hätte es gedacht, damit bekommen wir dann irgendwann unsere Belohnung und zwar, wenn wir 20 Mal den gegnerischen Hero mit unserer Q getroffen haben, dann erhöhen wir den Schaden um 75. Macht sich auf jeden Fall ganz gut. Auf Level 20 bedeutet das auf jeden Fall, dass wir bei knapp 500 Schaden alle 4 Sekunden eben hätten, um schön zu poken, schön zu finishen oder um den Gegner wirklich einfach nur auf den Sack zu gehen. Es gibt noch eine weitere Belohnung, und zwar, wenn wir 40 Helden getroffen haben, dann bekommen wir eine zweite Aufladung von unserer Q. Ich glaube, auch das macht sich sehr gut, vor allem, wenn wir halt schnell Burst-Schaden eben austeilen wollen. Und die Mana-Kosten gehen runter. Wir sind jetzt auf Level 20 bei 690. Wir könnten die Mana-Kosten auf 15 reduzieren. Das ist für mich auf jeden Fall ein absolut geiler Deal, vor allem fürs Level 1er Talent. Deswegen macht sich die Quest meiner Meinung nach wirklich wunderbar. Mit True Sight verstärken wir unsere W und auch das ist wirklich eine sehr coole Sache. Nämlich müssen wir geblindete Heroes treffen. Insgesamt 80 Mal, damit wir eben die Belohnung erhalten. Es gibt da insgesamt 2 Sachen. Die eine ist passiv, das heißt, wir erhöhen den zusätzlichen Schaden, den geblindete Heroes eben bekommen, nochmal um 10%. Da sind wir dann insgesamt bei 25. Das ist schon mal eine coole Sache. Plus, wir haben noch die Belohnung, wenn wir eben die 80 Heroes getroffen haben. Und zwar können wir die Dauer erhöhen. Wir sind jetzt vorher bei insgesamt 2 Sekunden. Wir können das Ganze auf 3 Sekunden erhöhen. Ich glaube, dass es wirklich ein absolut geiles Talent ist für so eine Wombo-Kombo-Geschichte, dass ihr den Gegner blindet und haut alles raus, was in euch steckt. Und ich glaube, dass das auf jeden Fall eine coole Möglichkeit ist, um eben diesen Burst-Schaden nochmal in die Höhe stellen zu lassen. Das heißt, die beiden Talente sind ziemlich cool. Ich persönlich mag es, mit ihr zu poken und zu nerven. Deswegen würde ich mich persönlich für die QM wirklich entscheiden. Charge
Strikes ist auf einem 20-sekündigen Cooldown eine Möglichkeit, um unsere Basisangriffe zu verstärken. Und zwar machen wir 25% mehr Schaden und wir bouncen sogar von Hero zu Hero. Stellt euch das einfach vor, dass ihr euren Speer werft und dann geht er noch weiter zu den nächsten Gegnern und so weiter und so fort. Das hält für 8 Sekunden, das heißt, wir haben einen 12-sekündigen Downtime und wenn ihr euch entscheidet, das Ganze zu scannen, dann glaube ich, seid ihr besonders im AOE-Schadensbereich ganz gut. Ob das jetzt ihre Stärke ist, muss jeder für sich selbst entscheiden. Ich werde mich auf jeden Fall auf Level 1 für Thunderstroke entscheiden. Auf Level 4 muss ich echt sagen, dass ich selten so coole Talente gesehen habe. Die sind alle sehr interessant und ein bisschen außergewöhnlich und gefällt mir halt einfach wirklich persönlich sehr gut. Ich kann mich auch derzeit noch nicht entscheiden, was ich am besten finde, aber lasst uns das erstmal ganz kurz durchgehen. Inner Light. Jedes Mal, wenn Cassia gestunt oder gerootet ist, casten wir an unserer Position unsere W, um dann eben die Gegner zu blinden. Was ziemlich cool ist, weil das ein absolut geiles Talent ist, um uns selbst so ein bisschen zu schützen. Bei gerade mal einem 6-sekündigen Cooldown. Das ist gar nichts. Das heißt, wenn ihr da wirklich gerade so wegkommt, ihr werdet gestunt, castet das Ganze, ihr bleibt zwar noch kurz stehen, weil ihr ja gestunt oder gerootet seid, aber Auto-Attacker können euch weniger was anhaben. Wenn ihr denn noch vorher skillt, dass der Blind-Effekt länger hält, ja, GG. Zusätzlich haben wir einen 25% größeren Radius und auch das ist cool. Das heißt, Heroes, die vielleicht ein bisschen weiter weg stehen, werden davon dann dementsprechend auch noch getroffen. Mit Ring of Leech können wir, wenn wir jemanden blinden, automatisch mit unseren Auto-Attacks Lebenspunkte regenerieren, beziehungsweise wir nennen es jetzt einfach an der Stelle Lifesteal, denn im Endeffekt ist es nichts anderes. Das heißt, 25% von dem Schaden, den wir machen, gegen geblindete Heroes, die ja mehr Schaden kriegen, weil wir sie blinden, weil die passive Fähigkeit dann eben auch greift. Und da heilen wir uns dann noch zusätzlich um 25%. Finde ich super gut, als auch Plate of the Whale. Und zwar regenerieren wir 5 Lebenspunkte pro Sekunde, während unsere passive aktiv ist. Das heißt, wenn wir gerade vom Gegner wegrennen oder zu ihm hinrennen, dann haben wir jede Sekunde 5 Lebenspunkte on top. Wir haben auch noch eine Quest und zwar jeder 5. Attack, der gegen uns ausgeführt wird, während Avoidance, also unsere passive Fähigkeit, aktiv ist, regenerieren wir zusätzlich 1 Lebenspunkt pro Sekunde. Das heißt, wenn der Gegner wirklich euch oft angreift und eure Passive triggert, dann bekommt ihr irgendwann einen ziemlich großen Reck, muss ich auf jeden Fall sagen. Das gefällt mir persönlich ziemlich gut und es gibt noch eine zusätzliche Belohnung bei Plate of the Whale und zwar, wenn wir insgesamt 75 Basisangriffe absorbiert haben, mit unserer Passiven, versteht sich, dann erhöhen wir die Lebenspunkte von ihr um 10%. Ich glaube, das ist wirklich the way to go, wenn ihr oft angegangen werdet und ihr habt Probleme, irgendwie an dem Teamfight teilzunehmen oder so, dann ist das eine coole Sache. Ring of the Leech ist an sich auch nicht schlecht. Man muss gucken, wie viel Schaden man wirklich in dieser kurzen Zeit machen kann, wo ihr diese 25% habt. Aber auch Inner Light ist ziemlich cool, um sich selbst zu verteidigen. Von daher muss ich echt sagen, diese 3 Talente sind wirklich perfekt, gefallen mir richtig gut. Ich habe keine Ahnung, was ich skillen soll. Auf Level 7 haben wir Impale. Und zwar können wir gegnerische Heroes, die unter 40% ihrer maximalen Lebenspunkte sind, zusätzlich Schaden zufügen. Und zwar 50% mit unserer E. Das heißt, der Gegner ist gerade relativ low. Ihr springt ihn an, haut eure Speere raus und macht nochmal ordentlich mehr Schaden. Ziemlich offensive und ziemlich gute Fähigkeit. War Traveler ist im Endeffekt wieder so eine Geschichte, dass ihr schneller sein könnt. Ihr seid ein bisschen agiler, was ihr wahrscheinlich gar nicht so schlecht tut, denn sie hat im Endeffekt nur ihre E, um einen kleinen Dash zu haben und da benötigt ihr im Endeffekt einen Gegner für. Das heißt, mit War Traveler bekommen wir alle 0,5 Sekunden 3% Movement Speed, solange unsere Passive an ist, bis zu einem Maximum von 15%. Das heißt, ihr seid da auch auf jeden Fall recht schnell am Start. Das Ganze wird resettet, sobald wir wirklich stehen bleiben und unsere Passive eben nicht mehr triggert oder wir eine Fähigkeit nutzen. Aber ich glaube, daran kann man sich ganz gut gewöhnen, wenn ihr dann eben diesen Bonus mitnehmen möchtet. Bei Surge of Light ist es so, dass wenn wir während unserer Passive an ist Schaden bekommen, haben wir irgendwann diese Fähigkeit als aktivierbare Fähigkeit. Das heißt, wenn wir jetzt 1096 Schaden kassieren, während unsere Passive eben, ne, da ist, ihr wisst, was ich meine, vieles zieht da eben auf die Passive ab, deswegen habe ich auch eingangs erwähnt, dass Movement bei ihr eine sehr wichtige Sache ist, dann können wir das Ganze aktivieren und machen Schaden im Umkreis. Das heißt, 548 Schaden würde das Ganze verursachen und ist eine ganz coole Sache. Ich bin aber persönlich meist nicht so ein Freund von solchen Fähigkeiten, beziehungsweise von solchen Talenten, deswegen würde ich mich persönlich wahrscheinlich für Impale entscheiden, denn ich glaube, dass die Fähigkeit ein super guter Finish-Move ist, den man mit ihr eben
ausführen kann. Das heißt, wir skillen jetzt hier Impale und das führt uns auch schon zu unseren Ultimate. Und zwar haben wir Board Lightning als auch Valkyrie. Und da bin ich mir auch nicht sicher, was mir besser gefällt. Wir haben bei Board Lightning 40 Mana, 60-sekündiger Cooldown. Wir werfen einen Ball, der komplett unter Strom steht. Das sagt auch die Fähigkeit in Ball of Lightning. Und er springt 6-mal hin und her und verursacht halt jedes Mal 439 Schaden. Das werden wir uns gleich angucken. Bei Valkyrie haben wir 70 Mana Kosten, einen 90-sekündiger Cooldown. Wir rufen eine Valkyrie, das heißt, wir stehen an einem Punkt, dann ziehen wir irgendwo hin. Ich zeige euch das mal gerade ganz kurz. Und dann kommt eine Valkyrie Richtung zu uns und drückt den Gegner schön weg, verursacht dementsprechend auch Schaden. Nach 0,75 Sekunden zieht diese Valkyrie die Gegner zu uns, verursacht dabei 417 Schaden und stunt diese dann noch für 0,5 Sekunden. Finde ich auf jeden Fall nicht schlecht. Ich weiß nicht, ob die 90 Sekunden zu hoch sind, weil halt auch einfach Ball Lightning so schnell von der Hand geht. Einfach bei wirklich jeder Minute einmal diesen Ball of Lightning rauszuwerfen, der dann eben hin und her springt und Schaden verursacht, finde ich echt nicht schlecht, muss ich sagen. Aber da muss man sich das ganz genau angucken. Ich würde sagen, wenn wir gleich fighten, werde ich meine Talente zurücksetzen und dann gucken wir uns gemeinsam Ball Lightning nochmal an. Wir haben auf Level 13 zweimal die Chance, unsere Q zu verstärken. Einmal die W und einmal die E. Lass uns also mit Grounding Bolt starten. Das finde ich sehr cool. Und zwar können wir den Gegner mit unserer Q jetzt slowen. 20% für 1,5 Sekunden. Das heißt, wenn er einmal von unserem Schwert getroffen wird, kann er fast nicht mehr weg, weil er eben zwar nur 1,5 Sekunden lang geslowt ist, aber ihr kommt schneller ran, um dementsprechend wieder ein schönes Follow-up zu leisten. Das finde ich ziemlich cool. Auch Thundergods Valga ist auch ziemlich cool. Wenn wir jetzt nämlich mit unserer Q den gegnerischen Hero direkt treffen, reduziert sich der Cooldown zusätzlich um eine Sekunde. Das heißt, wir können alle 3 Sekunden unsere Q werfen. Auch das finde ich nicht schlecht. Auch wenn mir der Slow an der Stelle persönlich besser gefällt. Seraphs Hymne ist im Endeffekt dafür zuständig, dass wir unsere W verstärken, dass die Mana-Kosten runtergehen von 70 auf 40 und Basisangriffe gegen geblindete Heroes reduzieren zusätzlich nochmal den Cooldown um 3 Sekunden auf unserer W. Und auch das finde ich ziemlich wichtig, da wir halt einfach einen sehr hohen Cooldown mit 15 Sekunden eben haben. Bei Lunging Strikes erhöhen wir die Reichweite als auch die Area of Effect um insgesamt 20% und wir erhöhen auch noch die Dauer dieser Fähigkeit um 0,5 Sekunden. Die Sachen gefallen mir eigentlich alle ganz gut, auch wenn ich wirklich sagen muss, dass mir Grounding Bolt am besten gefällt, denn ich glaube wirklich, dass man mit der Amazone oft nerven wird. Man wird oft seinen Speer werfen, die ganze Zeit immer den Gegner stören, dann hat man noch den Slow jetzt halt am Start und wenn man sich sicher ist, dass man in den Kampf gehen möchte, landet man seinen Blind, springt mit der E ran, haut noch 2, 3 Autotags raus, wirft die Q hinterher und dann ist der Gegner gefinished. Ich glaube, das wird die Spielweise von ihr sein und deswegen werde ich auch Grounding Bolt auf Level 13 skillen. Mit Pierce auf Level 16 verstärken wir irgendwo nochmal unsere Q. Auch da muss ich sagen, vielleicht findet es der eine oder andere ganz cool, dass sich die Q eben aufsplittet, wenn sie den Gegner trifft. Hier haben wir es so, dass die Q durchgeht. Das ist ziemlich cool. Das heißt, ihr könnt auf der Lane auf jeden Fall so ein bisschen deep pushen. Wenn die Minions eben gerade auf dem Weg zu euch sind oder so, dann müsst ihr die Q auch wirklich dann schon werfen, dass sie noch ungefähr in der Linie auf dem Weg zu euch sind. Denn der Speer als solches ist relativ schmal, aber das macht sich ziemlich gut. Der Speer als solches wird dann nur aufgeteilt, wenn ihr den gegnerischen Hero trefft. Das heißt, ihr habt da auf jeden Fall ganz cooles Potenzial, um nochmal so ein bisschen zu deep pushen. Finde ich ganz cool. Auch Penetrate ist nicht schlecht. Und zwar bekommt der Gegner immer mehr Schaden, umso mehr E's ihr abbekommt. Das heißt, wenn ihr da gerade am Channel seid mit eurer E und ihr seid jetzt bei 0,5 Sekunden, dann macht ihr weniger Schaden, als wenn ihr bei 0,75 Sekunden zum Beispiel seid, weil er immer wieder getroffen wird. Das heißt, umso mehr Schläge in den Gegner reingehen, desto mehr Schaden macht ihr. Und zwar 3% pro Hit. Das heißt, alle 0,25 Sekunden haben wir einen Hit. Das heißt, der Schaden als solches kann auf jeden Fall nochmal nach oben gehen. Martial Law ist auch ziemlich cool. Da muss man sehen, wie dann das eigene Team auch aussieht, denn wir machen mehr Schaden, nämlich insgesamt 3% der maximale Lebenspunkte gegen gestunte, geroutete oder gegen geslowte Gegner. Das wiederum passt natürlich ganz gut, wenn ihr Grounding Bolt skillt, denn da seid ihr nicht darauf angewiesen, dass eure Teammates eben sowas an den Start bringen. Das heißt, auch das könnt ihr ganz gut skillen, macht sich wahrscheinlich bei dem einen oder anderen Tank ganz gut. Ich finde Pierce ganz cool und ich denke, das werde ich euch auf jeden Fall gleich auch zeigen können. Auf Level 20 haben wir auch sehr, sehr interessante Talente und zwar unter anderem Infinite Lightning. Also die Q, das werde ich euch gleich auch nochmal zeigen, springt immer von gegnerischen
Action Hero zu Cassia und wieder zurück und verursacht, wie gesagt, immer Schaden. Das heißt, wenn der Gegner in eurer Nähe bleibt, springt dieser Ball unendlich lang. Und pro Hit, also pro getroffenen Hero, werden wir um 4 Sekunden unseren Cooldown reduzieren. Und das ist super. Das heißt, ihr habt da einfach die Chance, nochmal eure Ultimate wesentlich öfter und effektiver einzusetzen. Ähnlich wie es bei Imprisoning Light ist. Und zwar können wir da, wenn die Valkyrie auf dem Weg zu uns ist und eben einen gegnerischen Hero trifft, erzeugen wir nochmal eine Lichtwelle, die eben Schaden verursacht. 439 nochmal zusätzlich. Und gegnerische Heroes, die eben nebenan stehen, werden noch gerootet für insgesamt 3 Sekunden. Das ist auch ziemlich cool. Und Titans Revenge ist auch sehr interessant, vor allem wenn im Gegnerteam wirklich Heroes sind, die viel Rüstung haben. Nämlich ignoriert sie halt einfach Rüstung. Und ihre Reichweite ihrer Basisangriffe wurde um 2 erhöht. Ihr habt es vorhin schon gesehen, sie muss als solches schon recht nah rangehen. Vor allem, wenn man es jetzt in Bezug auf ihre Q nimmt, die ja wirklich eine hohe Range hat, dann ist das auf jeden Fall eine Sache, die ihr irgendwie berücksichtigen solltet. Ich werde das mal gerade ganz kurz meine Talente neu machen, und zwar Thunderstroke auf Level 1. Dann sage ich halt einfach, dass ich Inner Light skille, dass ich mich selber ein bisschen schützen kann. Dann möchte ich hier Schaden auf der E erhöhen, skille Ball Lightning, sage, dass meine Q slowed. Ich möchte, dass sie durch Gegner durchgeht, beziehungsweise durch Minions, und möchte auch zusätzlich noch, dass der Ball unendlich hin und her fliegt. Dann holen wir uns gerade noch mal ganz kurz einen gegnerischen Hero. Sagen wir einfach mal Rexa. Klingt, glaube ich, ganz gut. Und dann werden wir mal sehen, wie tödlich wir jetzt wirklich sind. So, da kommt auch schon der gute Rexa. Das heißt, er kassiert meine Q. Macht auf jeden Fall gar keinen schlechten Schaden, muss ich sagen. Also, wenn es eine reine Pokémon-Mechanik ist. Ich muss halt wegen meiner Autotex ein bisschen näher ran. Deswegen glaube ich, dass sie ein bisschen Probleme kriegen könnte, wenn es darum geht, irgendwie ranzugehen. Aber auf der anderen Seite muss man echt sagen, dass die Q halt eine super hohe Range hat. Das darf man nicht unterschätzen. Das darf man auf gar keinen Fall unterschätzen. Jetzt kann ich hier meine Q durchbrettern. Die Möglichkeit hätte ich normalerweise eben nicht. Und jetzt werden wir mal einen Attack starten. So sieht das Ganze dann aus. Das heißt, ich kann wunderbar poken. Der Gegner rennt vielleicht weg. Ich habe dann noch meine Q, die ich ihm hinterher drücken kann. Und ich werde auch gleich mal meine Ultimate anmachen, nachdem ich ihn jetzt einmal kurz gleich nochmal anspringen werde. Komm mal schön her, da kommt die W, dann springen wir ran. Ratatatatat, hauen. Oh, wow, sehr schön. Also das heißt, da greift auf jeden Fall das Talent, dass wir, wenn der Gegner unter 40% ist, noch mehr Schaden verursachen. Das gefällt mir. Und jetzt werde ich mal kurz warten. Das finde ich zu dolle Push. Ich würde ganz gerne die Ultimate nutzen. Und zwar jetzt hier. Wow, nicht schlecht. Also das, guckt es euch an. Was ist das denn? Wow, lol. Ich glaube, dass, ich weiß nicht, hat das Wombo-Kombo-Potenzial? Also hat das Talent oder die Heroic das Potenzial, alles zu zerstören, Leute? Ich will es nochmal ausprobieren gleich. Der Gegner soll mal ein bisschen, der soll mal ein bisschen pushen hier. Holy shit! Ich will mal angesprungen werden, dann müsste ja mein Inner Light eigentlich auch greifen. Das heißt, ich lasse ihn mal ein bisschen an der Stelle pushen. Eieiei, habt ihr es gerade gesehen? Was ist da los? Mein lieber Scholli. Misha, spring mich mal an. Tut sie jetzt gerade leider nicht. Kann sie leider nicht zwingen. Ah, alles klar, alles klar, alles klar. Da ist leider die Kugel ein bisschen zu weit gesprungen. Das heißt, an der Stelle muss ich dann auf jeden Fall aufpassen. Aber wie gesagt, ihr Schaden als solches ist nicht schlecht. Mir gefällt nur nicht gut, dass sie so eine relativ geringe Auto-Attack-Range hat. Aber das gefällt mir richtig gut, Leute. Ich glaube, ich werde meine Ulti noch einmal anmachen. Toggle Cooldowns, dann machen wir das Ganze wieder an, beziehungsweise aus. Und dann werden wir uns nochmal schön ranstellen, wenn der gute Rexa gleich am Stissel ist. So. Ah, schon wieder. Also wirklich, wenn die Kugel einmal so weit wegfliegt, also ich stelle mir jetzt einfach mal einen Fight vor, wir rennen auf den Gegner zu, beziehungsweise da gibt es einen schönen 5 gegen 5 Fight, ihr macht eure Kugel an und die springt hin und her und dann verteilen sich die gegnerischen Heroes, weil sie wissen, dass sie auseinandergehen müssen, und dann landet es irgendwo bei einem, der relativ weit weg steht, und dann kann die Kugel nicht mehr zurückspringen. Das heißt, an der Stelle haben wir auf jeden Fall ein kleineres Problem. Aber ich denke mal, damit kann man ganz gut umgehen, auf jeden Fall. Ich werde ihn noch ein bisschen poken. Mir gefällt persönlich der Schaden halt einfach durch die Q unglaublich gut. Also ich glaube, dass es eine absolut geile Pokémon-Mechanik ist, um halt einfach ordentlichen Schaden austeilen zu können. Ich weiß nicht, ob sie ein Tankkiller ist. Sie hat zwar ja auch gute Fähigkeiten als solches, aber ob das ausreichen wird, um wirklich die gegnerischen Heroes, also die gegnerischen Tanks auseinanderzunehmen, ich weiß es nicht. Ich glaube, dass sie ganz gut dafür geeignet sein wird, um...
um Assassinen und Supporter auseinanderzunehmen, aber da seid ihr jetzt gefragt. Ihr habt jetzt den Rundumschlag von Cassia mitbekommen, ich habe euch die Fähigkeiten und die Talente gezeigt und jetzt seid ihr gefragt, was haltet ihr von der guten Cassia? Lasst es mich auf jeden Fall sehr, sehr gerne in den Kommentaren wissen. Bin schon dolle gespannt, was ihr zu ihr sagt. Und ich hoffe, dass es euch gefallen hat, ein bisschen was gebracht hat. Und wenn dem so ist, dann haut den Daumen hoch. Stay tuned. Das war's, Google. Und wir sehen uns in der nächsten Episode.